Hey Leute, mein Name ist Fantu und heute gibt's unsere Antwort auf die aktuelle Can You Beat This Folge von Commander Krieger. Allen, die jetzt nicht genau wissen, um was es da eigentlich ging, will ich ganz kurz mal die Spielregeln erklären. Es gab drei wichtige Punkte, die man beachten musste. Punkt 1 war einfach, man musste ein Herrschaftsgameplay gewinnen und das schlechteste Ergebnis, das man haben durfte, war 200-71. Zweitens war es so, dass man nur die Spezialistenabschussserien mitnehmen durfte, das heißt, alle anderen Abschussserien waren tabu, waren verboten. Und drittens war es so, dass man sich im eigenen Team die Zahlen 1 bis 6 aufteilen musste. Das heißt, jeder hat eine Zahl bekommen und seine eigene Zahl musste man sich vorne in den Clan-Tag schreiben. Wichtig war es dabei, dass derjenige, der die ganze Sache hinterher kommentiert, in dem Fall also ich, die Zahl Nummer 1 im Clan-Tag hat. Und letztendlich war es dann so, dass am Ende vom Spiel am Scoreboard diese Zahlen in der richtigen Reihenfolge sein mussten. Das heißt, derjenige mit der Nummer 1 hat die meisten Punkte gebraucht, um eben ganz oben zu sein. Dann gleich drunter halt die 2, die 3, die 4, die 5 und ganz unten halt die Nummer 6 mit den wenigsten Punkten. Wir haben uns im Vorfeld von den ganzen Spielen natürlich schon ein kleines bisschen abgesprochen, das ist ganz klar. Allerdings war es jetzt nicht so, dass wir irgendwie eine total krasse Taktik ausgearbeitet haben. Das Einzige, was wir eigentlich festgelegt haben, war, jeder nimmt einen Taktikeinstieg mit. Wir wollten einfach nicht, dass wir am Ende dann verlieren, nur weil die Punktezahl nicht stimmt. Das wäre natürlich relativ beschissen gewesen, deswegen haben wir halt schon ein bisschen Wert drauf gelegt, dass die meisten Flaggen die ganze Zeit eingenommen sind. Hat nicht immer so gut funktioniert, sage ich jetzt mal, aber im Großen und Ganzen hatten wir dann doch immer genügend Flaggen, sage ich jetzt mal, um die ganze Sache zu schaffen. Und der Rest wurde eigentlich dann immer in den Spielen selbst abgesprochen. Das heißt, jetzt bei diesem Spiel hier habe ich halt ganz am Anfang gesagt, Leute, ich gehe jetzt zu Punkt A, will irgendwer mit zu Punkt A. Dann hat sich irgendwer gefunden und ist mit zu Punkt A. Und alle anderen sind halt einfach zu Punkt B. Dann war es natürlich noch so, dass man sich gewarnt hat. Das heißt, wenn ich jetzt bei Punkt B sterbe, meinen Taktikeinstieg aber bei C habe, dann konnte ich natürlich im TS sagen, Leute, die kommen jetzt zu B, geht da mal hin. Und dann konnte halt irgendwer, der in der Nähe von B ist, zu Punkt B gehen, konnte den halt verteidigen oder falls er ein bisschen zu langsam war, konnte halt den Punkt B dann gleich wieder zurückerobern. Und dann war es natürlich noch so, dass wir ein bisschen drauf geachtet haben, dass die Leute, die am Schluss weiter oben in der Rangliste sein müssen, also in dem Fall halt jetzt dann Nummer 1, 2 und 3, dass die ganzen Flaggen einnehmen und dass die Leute, die halt weiter unten sein müssen, eher keine Flaggen einnehmen, weil dafür gibt es halt dann doch immer ein paar Punkte und wir wollten natürlich nicht riskieren, dass es am Ende dann zu knapp wird, sage ich jetzt mal, mit den Punkten und dass eben die Leute, die weiter oben sind, plötzlich total viele Punkte machen müssen, weil halt die unteren auch irgendwie fleißig Flaggen eingenommen haben. Wie der ein oder andere wahrscheinlich schon gesehen hat, spielen wir hier die ganze Zeit gegen einen Clan. 45 nennt sich der Clan. Und ich muss gestehen, dass wir schon ein bisschen Schiss vor dem Clan hatten und uns auch am Anfang ein bisschen überlegt haben, ob wir jetzt vielleicht nicht doch lieber aus der Lobby rausgehen sollten und uns eben eine andere Lobby suchen sollten. Zum Glück haben wir das jetzt nicht gemacht, denn wie man jetzt sehen kann, war das dann das Spiel, was auf jeden Fall funktioniert hat. Und es war sogar so, dass der Gegner-Clan dann nach einiger Zeit einfach gelieft ist. Ich denke, die hatten nicht wirklich Bock, dass wir die ganze Sache schaffen. Zum Glück war noch einer dabei, der nicht in dem Clan war und eben random war. Am Ende hätten wir dann nämlich noch wegen Feindaufgabe gewonnen und es wäre zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall relativ beschissen gewesen, weil halt hier noch nichts gestimmt hat, die Punktezahl hat noch nicht gestimmt und auch diese Reihenfolge im Scoreboard war natürlich noch lange nicht fertig. Deswegen haben wir auf jeden Fall Glück gehabt, dass da noch einer mit dabei war und der ist auch nicht gelieft und relativ schnell sind dann auch wieder andere nachgekommen. Und ich vermute so ein bisschen, die AC-130, die da gerade in der Luft ist, war so der letzte Versuch irgendwie von denen das Spiel umzureißen, umzukrempeln. Hat nicht funktioniert, unsere Nummer 6 hat mit der Stinger relativ schnell reagiert und nachdem die AC-130 dann unten ist, dauert es auch nicht lange und der komplette Clan lief eben, wie gesagt, sieht man dann, die gehen in einem Wisch auf jeden Fall raus und ich muss sagen, die hatten diese ganze Sache mit einem liefenden Gegnerteam schon einmal. Und zwar war es so, dass wir die ganze Sache schon mal geschafft haben, also Can You Beat This haben wir schon mal geschafft und zwar war es so, dass diese Reihenfolge im Scoreboard richtig war, die Punktezahl hat auch gepasst und das Spiel hat noch so 10 Sekunden gebraucht und wäre dann eben zu Ende gewesen. Und letztendlich war es dann so, dass total viele Leute aus dem Gegnerteam einfach rausgegangen sind und wir dann eine Host-Migration hatten und die hat ewig gedauert. Und wir hatten schon voll viel Angst, dass die ganze Sache halt jetzt nicht funktioniert, dass das Spiel halt einfach abbricht, hat es zum Glück nicht und es ging weiter und während eben diese Host-Migration war, haben wir dann die ganze Zeit im Teamspeak eben geschrien, Leute, macht jetzt nichts mehr, macht keine Kills, lasst euch killen, die Punktezahl stimmt und wenn wir jetzt eben keine Punkte mehr machen, dann haben wir auch die Reihenfolge richtig.
Allerdings hat es einer irgendwie nicht so wirklich mitbekommen, der war irgendwie auch ein bisschen zu nervös, sage ich jetzt mal, und hat dann im letzten Moment noch einen Kill gemacht. Das heißt, in den letzten 5 Sekunden oder so waren das, hat der noch einen Kill gemacht, ist dann natürlich von den Punkten her ein bisschen weiter nach oben gerutscht, weil alles relativ knapp war und hat halt die ganze Sache richtig versaut. Wir waren dann natürlich ziemlich sauer auf den, muss man auch ganz klar sagen, sowas ist einfach doof. Und zum Glück war er nochmal mit dabei und hat es eben ein zweites Mal mitgemacht. Wenn er nicht mehr mit dabei gewesen wäre, dann glaube ich, wäre ich auf jeden Fall sauer gewesen, weil uns irgendwie so die erste Runde zu verkacken und dann nicht mehr mitzumachen, wäre auf jeden Fall richtig beschissen gewesen. Ganz zum Schluss will ich noch was zum Videoschnitt sagen. Ich denke, ihr habt rechts oben die ganze Zeit diese Zahlen bemerkt. Die zeigen einfach nur an, wer gerade spielt. Und wenn ihr dann sehen wollt, wer jetzt zum Beispiel die Nummer 1 ist, die Nummer 5 ist, müsst ihr einfach ganz am Schluss am Scoreboard schauen. Und diese Zahl oben rechts richtet sich einfach nach der Zahl vorne im Clan-Tag. Das ist, denke ich, ganz klar. Ich habe das eben so geschnitten, dass man jeden mal ein kleines bisschen sieht, weil letztendlich ist es ja nicht mein Gameplay, sondern unser Gameplay. Das heißt, wir haben das ja alles gemeinsam erspielt. Und deswegen fand ich es ganz schön, wenn man jeden wirklich mal ein kleines bisschen sieht. Eigentlich wollte ich so machen, dass man wirklich nur die ganzen guten Szenen sieht, allerdings hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich habe das 4 oder 5 Mal neu geschnitten und jedes Mal sah es aus wie so eine richtig beschissen gemachte Montage und das wollte ich wirklich niemandem antun, deswegen dachte ich mir, ich mache den Schnitt ein kleines bisschen langsamer. Ich schneide nur jede Minute irgendwie neu und man sieht halt jede Minute irgendwie einen neuen Spiel. Manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, aber so lässt sich das Ganze auf jeden Fall, finde ich persönlich, relativ gut anschauen. Und ich hoffe einfach mal, ihr seht es genauso. Ja, ganz am Schluss will ich nochmal kurz Danke sagen an alle, die mich jetzt hier unterstützt haben, an alle, die mitgemacht haben. Bis auf einen kleinen Patzer hat es ja wirklich reibungslos funktioniert und wir haben nicht mal wirklich viele Spiele gebraucht, um die ganze Sache zu schaffen. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht mit euch und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir die nächste Can You Beat This Challenge auch wieder zusammen machen. Ja, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, das Video hat euch allen gefallen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ausgezeichnete Leistung. Gut gemacht.